Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Arnold Fahrts für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, als letzter Redner möchte ich das sagen, was mir am meisten am Herzen liegt. Wir hätten dieses große Werk Bundesverkehrswegeplan plus Ausbaugesetze niemals zu Wege gebracht, wenn wir nicht überparteilich zusammengearbeitet hätten und wenn wir nicht hervorragende Kontakte gehabt hätten, insbesondere auf der Mitarbeiterebene. Und demzufolge möchte ich auch mal den persönlichen Mitarbeitern der Abgeordneten, die sich hier ins Zeug gelegt haben, ganz herzlich danken. Ganz herzlich danken. Ohne Sie wären wir oftmals aufgeschmissen gewesen. Und da das noch nicht gesagt ist, ist es meines Erachtens sehr wichtig. Einen ganz persönlichen Dank möchte ich auch noch in Richtung Alexander Dobrindt setzen. Und zwar aus folgendem Grund. Alexander, du hast in dieser ganzen oftmals heftigen Auseinandersetzung eine bewundernswerte Ruhe und Übersicht bewahrt. Und du hast mit Beharrlichkeit und mit Konzentration und mit Konsequenz mehr geschafft, als viele am Anfang gedacht haben, dass drin ist. Also ganz herzlichen Dank dafür und auch für die ständige Offenheit deines Ministeriums, für die Bereitschaft, uns Informationen zu überlassen und auch dafür, dass du immer offen warst für die Einwendungen und Vorschläge, die aus unseren Reihen gekommen sind. Das ist meines Erachtens so, wie man sich das vorstellt. Vielen Dank. Gleichzeitig möchte ich mich auch bedanken bei Wolfgang Schäuble. Durch Wolfgang Schäubles überlegte und weitsichtige Finanzpolitik ist es möglich gewesen, endlich aus diesem ständigen Schwitzkasten mangelnder finanzieller Mittel rauszukommen und schließlich eine Perspektive vorzulegen, die auf lange Jahre gewährleistet, dass die finanziellen Grundlagen für die Erfüllung unserer Infrastrukturaufgaben gegeben sind. Das ist ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Ganz herzlichen Dank. Und alles das, was jetzt geschehen ist, wäre nicht denkbar gewesen ohne eine beharrliche Vorarbeit, die hier stattgefunden hat. Hier muss ich an die langjährige Arbeit von Karl-Heinz Dehre und von Kurt Bodewig erinnern, die hier in einer zunächst nahezu vernagelt erscheinenden Situation es geschafft haben, tatsächlich sauber zu formulieren und sauber zu begründen, wie der wirkliche Finanzbedarf für unsere Infrastruktur ist, herauszuarbeiten, was an Erneuerung und was an Bestandspflege notwendig ist für die Zukunft. Das war eine Arbeit, das war eine Kernarbeit, die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden ist. Herzlichen Dank, Karl-Heinz Dehre, herzlichen Dank, Kurt Bodewig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meinen Vorrednern will ich ein paar Sachen auch sagen. Frau Wilms, Sie sagen, was wir uns vorgenommen hätten, ist zu viel. Und ich muss Ihnen dann recht geben, wenn die zukünftige Strategie von Ihnen weiter ist, dass Sie alle möglichen Dinge instrumentalisieren, um Infrastruktur zu verhindern. Dann wird es in der Tat wieder sehr schwer, das umzusetzen. Aber ich habe die Hoffnung, dass es uns diesmal gelingt, diese Endlosschleifen, die Sie uns in den letzten Jahren verordnet haben, mit Prozessen, die nicht zu Ende gegangen sind, und Einspruchsverfahren, die nicht zu Ende gekommen sind, dass wir das überwinden und dass wir tatsächlich zum Bauen kommen. Das erwarten die Menschen, und das werden wir mit aller Kraft versuchen. Herr Minister Pegel, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mal aus der Sicht der ostdeutschen Länder, aus der Sicht insbesondere des von starken Saisonverkehren geplagten, infrastrukturell dafür noch nicht ausgerüsteten Mecklenburg-Vorpommern gebracht haben. Ich halte das für einen ganz wichtigen Hinweis. Und seien Sie sicher, wir werden alles unternehmen, damit diese Situation sich für Sie entschärft und dass es tatsächlich Mobilität gibt, wie es dem Land angemessen ist. Und das soll für ganz Ostdeutschland gelten. Sie haben uns in dieser Frage hundertprozentig auf Ihrer Seite. Von den Streichorgien, von denen Sie gesprochen haben, muss man meines Erachtens noch etwas Zusätzliches erwähnen. Die Antragsteller dafür waren Linke und Grüne. Und
das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Es ist in der Tat ein Anschlag auf die Mobilität, was Sie in den letzten Jahren hier geboten haben in Deutschland. Und ich sage Ihnen, Frau Leidig und Herr Behrens, wissen Sie, wir werden im nächsten Jahr im Wahlkampf stehen. Und es gibt doch in meinem Wahlkreis und in ganz Ostdeutschland sehr viele, die aus alter Verbundenheit links wählen. Sie haben mir heute sehr geholfen. Ich werde Ihre Reden nur eins zu eins abdrucken und verteilen. Genügt, meine Damen und Herren. Es wird dazu führen, dass viele von Ihren eingefleischten Anhängern zum Nachdenken kommen, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie derart destruktive Politikansätze tatsächlich noch fördern. Kommt für die meisten nicht in Frage. Die meisten täuschen sich nur darüber, dass sie nicht, eigentlich nicht Sie die Feinde der Infrastruktur sind, sondern die Grünen. Den Herrschaften kann geholfen werden. Ich glaube, wir schaffen das. Meine Damen und Herren, mit den heutigen Ausbaugesetzen, meine Damen und Herren, sind wir natürlich noch nicht am Ziel. Immer noch ist es so, dass wir langwierige Verfahren zur Erlangung des Baurechts haben und dass wir auch teilweise in den Verwaltungen nicht die richtige Ressourcenkonfiguration haben, um die Dinge schnell umzusetzen. Und deshalb kann es bei den heutigen Ausbaugesetzen nicht sein Bewenden haben. Wir müssen in dieser Angelegenheit noch wesentlich mehr tun. Wir müssen den Ausbaugesetzen auch ein Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz oder etwas in diesem Sinne beifügen, damit wir in der Lage sind, tatsächlich zügig zu bauen. Leider ist es so, dass wir im Augenblick gerade wieder in die entgegengesetzte Richtung gehen. Ich nenne nur das Umweltrechtsbehelfsgesetz. Da wird zum Beispiel die Präklusionsklausel gestrichen werden. Wenn das stattfindet, dann können Einwendungen, die im bisherigen Verfahren noch nicht geäußert worden sind, nachdem die Präklusionsfrist abgelaufen ist, in Zuge des weiteren Verfahrens wieder eingebracht werden und müssen in die Abwägung einfließen. Das heißt, da deuten sich auf diese Weise wieder Endlosschleifen an. Und das kann natürlich nicht passieren. Und deshalb muss auch hier was passieren. Ich glaube, wir müssen auch drüber nachdenken, was wir tun können gegen die fortwährende Instrumentalisierung von Tierschutz zur Verhinderung von Infrastrukturprojekten. Das Schlimmste, was man den Naturschutz antun kann, ist, dass man ihn für sachfremde Zwecke instrumentalisiert und damit von den Menschen entfremdet. Wer tatsächlich dafür ist, dass Natur und Umwelt geschützt wird, der darf nicht fortwährend den Natur- und Umweltschutz gegen Mobilität und Bedürfnisse der Gesellschaft ausspielen. Wir müssen beides zusammenführen, und das bedeutet, wir brauchen Naturschutz, wir brauchen Umweltschutz, aber wir brauchen auch eine vernünftige Infrastruktur. Wenn wir das nicht haben, ist beides nicht mehr in Ordnung. Da gibt es keinen Naturschutz mehr und es gibt auch keine wirtschaftliche Entwicklung mehr. Und genau das wollen wir nicht haben. Wir brauchen einen Gang nach vorwärts und keinen Stillstand. Und dafür haben wir heute einen guten Anfang gesetzt. Vielen Dank. Ich schließe die